Hallo Guys und herzlich willkommen zurück zu Mega Man X 3. Ich wollte schon fast Yu-Gi-Oh! Sagen, aber Yu-Gi-Oh! Läuft ja leider nicht richtig, sonst würde ich das Let's Playen. Egal, Mega Man X 3 ist ebenfalls ein wundervolles Spiel. Wir haben letztens im ersten Part in der Pilotenfolge haben wir das Tutorial beendet, macht Sinn. Und dann haben wir den Eis-Dude gerackt, dann haben wir den Käfer-Dude gerackt und jetzt ranken wir wieder zwei Bosse. Und ich glaube, wir ranken diesmal das Vieh. Ach nein, da haben wir nicht die Waffe. Müssen wir mit dem Buster machen, weil ich erinnere mich gerade wieder, was gegen was dieses Ding schwach war. Bam, 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 bam. Diesmal habe ich das nicht geskippt, ha? Seid ihr stolz auf mich? Oh nein, wartet mal, ich verwechsel die, das Vieh gerade, glaube ich. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber ich glaube, ich verwechsel das. Mit der Müllmotte. Das ist ja eine Müllbiene. Egal, wir werden sehen. Ja, Alter, wir müssen immer noch Zero Tod haben. Ich glaube, das mache ich jetzt mal eben, damit wir vernünftig weitermachen können. Ex, ich bin auf dem Weg zu sterben, Decker. Danke, danke, Zero. Tschüss. Bam. Sorry, X, ich hab versagt. Sieht aus, als würde meine Kraft den Schaden generieren. Geh und vernichte sie. Du bist unsere einzige Hoffnung, X. Ich glaube, das beeinflusst die Story in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube es, ich bin mir nicht sicher. Wir zocken jetzt einfach weiter. Jetzt können wir leider nicht mehr Zero holen. Ihr seht, jetzt kann man ihn nicht mehr holen, dass er uns hilft. Aber wir kommen auch locker easy so klar, da bin ich mir ganz sicher. Aber, ich meine, wir bekommen dafür einen extra Bosskampf oder so, wenn er kaputt ist. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie so war das. Oder ich verwechsel das wieder mal. Weil Zero kann definitiv nicht nur in diesem Spiel sterben. Also, er stirbt ja irgendwie 24-7. Im ersten Mega Man X ist er gestorben. Im zweiten mussten wir ihn wieder zusammenbauen. Im dritten kann er... Ja, okay, er ist nicht gestorben. Er ist gerackt worden. Ach, Leute, ich glaube, ich will mal hoch. Aber ich glaube, das kriege ich so nicht hin, warte. Wenn ich hier vielleicht so... Ah, ne. Können wir lassen. Können wir direkt vergessen, meine Damen und Herren. Hui, Blind Jumps. Oh, fuck. Ja, also bis jetzt ist die Stage halt wirklich nicht sonderlich hart. Wir verarschen die Bots mal ein bisschen und jetzt wäre ich fast in meinen Tod gesprungen. Oh, die ist nicht so hart. Ich weiß nicht, wenn man Mega Man X spielt, da fühlt man sich so mächtig, oder nicht? Ich weiß nicht, ich habe immer Mega Man X gespielt und fühlt sich auch danach so mächtig krass. Oh nein, ich kenne den Boss doch noch. Das ist nerviger Shit. Obwohl, ich glaube, der war gar nicht so schlimm. Stirb! Außer, dass wir natürlich nichts aushalten, ne? Wir bekommen halt gar keine Upgrades in unserem Leben. Alter, dieses Kackvieh, ne? Und ich muss sagen, meine Hand tut ein bisschen weh. Das ist very impressive. Das könnte ich viel schneller mashen. Ja, Mann. Oh, fuck. Okay, das war fast gut. Nimm das! Okay, good job. Ja, das hat's vollgebracht, guys. Was für eine beschissene Waffe. Boah, war das knapp, krass. Boah, hätten wir nur ein bisschen mehr HP, guys. Nur ein bisschen mehr. Weil wir halten ja echt gar nichts aus im Spiel. Und in der Minecraft-Welt auch. In der Minecraft-Welt erst recht nicht, ja? Wollen wir mal gar nicht davon reden. Gerade bin ich die ganze Zeit relativ mit wenig Schaden durchgekommen. Aber bei so krassen Bossen oder bei krassen Raketen scheinbar auch, ist es relativ hart, dort No-Hit durchzugehen. Aber ich glaube, wir haben einen Checkpoint erwischt nach dem Ding. Okay, aber wir haben nur noch ein Leben. Es ist unwahrscheinlich, dass wir das jetzt schaffen. Bin ich mal ganz ehrlich. Aber ich gebe natürlich mein Bestes. Ich habe das Gefühl, wir wollen hier hoch. Und dann hier? Ja, genau. War hier was? Ich glaube schon. Oder geht es hier einfach ganz normal weiter? I don't even know. Ich meine, wir können hier irgendwo durch. Hier sieht das brüchig aus. Ja, genau. Amazing, guys, amazing.
Okay, war auf jeden Fall erstmal Heilung und hier ist dann, hier geht's dann weiter, okay. Und hier kommen wir nicht hoch, scheiße. Nicht durch. Auch damit nicht? Oh, ich glaube doch damit, oder? Das kriegt auf jeden Fall Schaden, glaube ich. Oder? Kommt mir das nicht vor. Ah, fuck. Ja, aber die anderen Dinge, das können wir direkt vergessen. Ja, okay, gehen wir einfach weiter. Immerhin haben wir ein bisschen Heilung gefunden, das ist ja auch was wert. Alter, hier ist ja gar nichts. Das ist noch nicht der Boss, das ist erstmal so ein Nebenraum. Das ist der mögliche Zwischenboss. Ach ja, es ist schön, mal nicht auf die Zeit achten zu müssen, sondern wir zocken einfach, bis wir irgendwas geschafft haben. Ich mag das Prinzip sehr. Es ist zwar sehr zeitraubend manchmal, aber ich finde das echt cool. Oh scheiße, ich bin gestorben. Fuck. Okay, wisst ihr was, wir gehen mal in eine andere Stage, weil ich bin mir, glaube ich, fast sicher. Ich bin mir, glaube ich, fast sicher, ja, dass wir hier nicht durchkommen mit den Waffen, die wir haben. Also, dass wir durchkommen, aber dass wir dort halt nicht den Shit bekommen, den wir verdienen. Dass wir halt nicht den Boss töten können, Mann. Wir gehen hier rein. jetzt habe ich es schon wieder geskippt, es tut mir leid. Scheiße. Bam, bam. Ach, Leute, Mega Man X hat so einen guten Soundtrack. Jedes einzelne von den Spielen. Und ich erinnere mich gerade an die Stage wieder. Könnte lustig werden. Ich glaube, die war relativ hart. Ich glaube, wir wollen hier runter. Und hier gibt es... Oh, hier gibt es einen Teleporter? Und ist das Madness? Oh, ich weiß, wo wir sind. Wow. Okay, Leute, die wollen wir definitiv hin. Ah, ich glaube noch nicht jetzt, Alter. Wir werden doch auseinandergenommen. Ach, scheiße, das Ding hat keinen Strom. Au. Fucking shit. Nein! Okay, wir wollen uns links halten, glaube ich. Oh mein Gott. Gott sei Dank ist hier HP, sonst wäre ich jetzt echt angepisst. Alter. Alter, ist das ekelhaft. Ne, wir heben uns mal die HP auf, die dort liegt. Ich meine, hier ist ein Zwischenboss. Also ein Nebenboss. Aber ich weiß, ich glaube, jetzt kommt der auch tatsächlich schon. Ich glaube, wir müssen einfach nur runtergehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn töten können mit der Standard-HP. Ich meine, es ist sicher möglich, aber... Wir gucken erstmal, ja? Wir gucken es uns mal an. Oh, leck mich fett. Hey, hey, hey. Du bist mir in die Falle gelaufen, ohne Ex. Weil? Zero und ich haben dich vernichtet. Jahre davor. Diese, Anstalt, diese Firma, diese Factory, warte mal. Dieses Crafting-Gebäude wird in wenigen Minuten in die Luft fliegen, du Arschloch. Bis dahin sorge ich dafür, dass du beschäftigt bist. Oh Junge, geh nochmal weg, Alter. Fick dich mal! Ich glaube, der hat zwei Formen tatsächlich im Spiel. Erinnert euch vielleicht an Wild, der uns in Mega Man X1 richtig kaputt gemacht hat. Er erinnert euch wahrscheinlich nicht, weil das ewig her ist. Ach, Mega Man X1, da gab es einen Roboter am Ende der Stage. Der Tutorial Stage. Das war Wild und hatte auch so ein Mech-Anzug-Ding. Und da war er halt scheiße gefährlich und hat uns ganz schön gerankt. Und ohne Zero wären wir ganz schön amarisch. Oh mein Gott. Get wrecked, Scum! Okay, jetzt müssen wir den so wrecken. Fick dich mit deiner Scheiße! Oh mein Gott. Da hat er mich mit seiner Scheiße erwischt. Aber ich glaube, der ist machbar. Ich glaube, den schaffen wir locker. Ich renne jetzt mit einem kleinen Schluck. Ich weiß aber nicht, er ist eigentlich ein optionaler Boss. Zählt er als normaler Boss? Ich weiß nicht, Leute. Ach, der, sagen wir zwei Robots Master pro Part, dann ranken wir dieses Mystery jetzt noch in diesem Part. Wie gesagt, das Spiel ist ziemlich zeitaufwendig und normalerweise sorge ich eigentlich dafür, dass es halt so lang wie möglich geht, der Part.
Aber bitte seid nicht enttäuscht, falls ich irgendwann den Part früher beenden muss. Das ist durchaus möglich, dass das mal passiert. Dun, dun, dun. Ja, sollte eigentlich passen alles. Nur ich sag's nochmal, dass ihr nicht zu enttäuscht seid, falls es der Fall, falls es eintrifft. Dass ich halt, ich glaube, die spawnen neu, ne? Das war, glaube ich, dumm. Da fällt schon wieder diese Scheiße runter, ne? Ja, die spawnen neu, fuck. Oh mein Gott, was für ein Stück Scheiße. Ich sollte vielleicht meine anderen Waffen nutzen, aber die sind alle so scheiße. Die Eiskanone ist so super langsam und das andere Ding ist, naja. Ihr habt ja gesehen, wie scheiße das war. Deshalb, ich weiß nicht, wir machen einfach mit dem Buster. Damit komme ich am besten klar, glaube ich. Fick dich, Walz! Ach, so ein Arschloch. Ich darf hier nicht so viel Schaden kriegen, Alter, Aslak. Oh mein Gott, ich springe einfach noch in den rein. Worst try in my life. Ah, den will ich auf jeden Fall tot haben, den Faggot. Es gab ja ein Mega Man Spiel, ein Mega Man X Spiel, da war es so, dass du die Robot Master, also die Robot Master schon, aber die Mini-Bosse halt, die Zwischenbosse, diese story-krassen Bosse, nicht tötest, wenn du sie mit dem Mega Buster erledigt, sondern dass sie dann erstmal kampfunfähig sind. Und du tötest sie erst, wenn du halt sie mit einer Robotmaster-Waffe benutzt, die dann tötest. Ich glaube sogar, das war in dieser Teil hier. Deshalb wollen wir ihn vielleicht mit Dingens, mit unserer geilen Eiswaffe finishen oder so. Vielleicht soll ich mal mich ein bisschen mehr konzentrieren. Oh mein Gott, da hat er den Super Mario gemacht, Alter. Leckt mich fett. Mit so wenig HP ist es halt echt hart, aber... Ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, Y muss doch zu besiegen sein, der Faggot. Ich weiß nicht, was wir dafür bekommen, wenn wir ihn besiegen. Aber allein schon wegen Mega Man 1, Mega Man X 1, habe ich das Bedürfnis, mich an diesen Faggot zu rächen. Oh, what the fuck. Ich werde hier von allen Seiten vergewaltigt. Wir wurden zweimal getroffen, guys. Zweimal. Und die Hälfte unserer HP ist einfach weg. Das ist so heftig. Wir sollten eigentlich nach Dingens, nach Herzcontainern Ausschau halten. Aber, naja. Kann man auch lassen, Leute. Kann man auch lassen. Wir kriegen das schon hin. I believe in my ass. Nein, keine Ahnung. I fight for my friends. Auch wenn die Musik verdammt funky ist, guys, werden wir nicht uns zu sehr hier aufhalten. Fick dich mit deiner Scheiße! Ah. Geist hat mir einen Scheiß gebracht. Ich will ihn halt schnell tot haben, den Faggot. Sturp! Wow, die Waffe zackt so hart. Ich will ihn schnell tot haben! Benutzt die schwächste, die langsamste Waffe im Spiel. Ja, wenigstens. HP. Aber es ist cool, da sind diese Dinger dran, immerhin. Bam, bam, bam. Wir gehen natürlich geladen da rein, ja. Geladen voller Zorn, Geist. Ach so, hier ist eh noch diese Scheiße. Wie sollten die dann Checkpoints nicht dafür hier hinsetzen können? Das wäre so viel besser. Aber nein, kann man auch lassen. Ist okay, danke Spiel, danke. Ja, das Spiel wird selbstverständlich wieder recht wenig Parts haben, wenn ich jetzt halt zwei Robotmaster pro Part mache. Wenn sie besiegt sind, dann mache ich einfach jeden Boss, also Hauptsache zwei Bosse getötet in dem Part. Ich glaube, die Parts werden sich echt strecken teilweise. Weil das Spiel wird nicht leichter. Obwohl, wenn wir erstmal die Rüstung haben und die Lebensupgrades, dann geht das, glaube ich. Aber ja, es wird echt nicht so locker easy, guys. Dieser Faggot mit seiner Scheiße, ne? Das ist unbelievable. Ich schieße Rumpfinger, tut weh. Also mein Zeigefinger, der tut ein bisschen weh, wenn ich drauf drücke auf den Schussknopf. Was natürlich nicht so optimal ist, aber morgen muss ein Part raus, Guys. Also, legen wir einfach mal los. Ach, Guys, Alter, wieso ist der denn so MLG Pro? Sollen wir das lassen, wenn wir Game Over gehen und erstmal woanders hingehen und gucken, ob wir vielleicht irgendwie Upgrades bekommen, weil wir sind ganz schön scheiße. Ja, komm, wir gehen erstmal woanders. Okay, Leute, wir gucken uns erstmal was anderes an. Planänderung.
Wir gehen nicht hierhin zu dem Boy, was auch immer der nochmal war, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind bei dem schon mal gestorben oder sowas. Ach, kacke, ich hab schon wieder geskippt. Es ist einfach so eine Macht der Gewohnheit. Ne, hier waren wir noch nicht. Vor allem so ein Macht der Gewohnheit. Ich gutes Deutsch gelernt von Yoda. Alter, dieses Stück Scheiße, ne? Ist da unten was? Ich glaube schon. Komm, wir sind eher am Anfang. Oh, okay. Ich glaube, ich echt was. Aber damit können wir noch nicht anfangen. Oh, die Musik! So geil! Ich liebe dieses Spiel. Ja, gehen wir nach unten oder nach oben? Wir gehen nach oben. Okay, wir gehen nach unten. Ich glaube, hier war auch irgendwas. Ja, hier, seht ihr, das ist eine brüchige Wand. Aber ich glaube, da kommen wir so nicht hin, oder? Oh, ich hab's kaputt gemacht. Na, können wir direkt sein lassen, Alter. Können wir auch direkt nach Hause gehen, damit. Scheiße, ne? Fick dich mit deinem Scheiß! Faggot! Gott, da hat der HP gedroppt, sonst wären wir ja ganz schön normal. Möchte ich mal kurz anmerken. Ich glaube, hier wird uns nichts erwarten, wieder einmal. Und mein Kabel kitzelt nicht klar. Wow, what the fuck? Was bist du denn für ein Faggot? Willkommen, Ex. Ich bin Bit. Okay. Ich habe meine Befehle. Du musst zerstört werden. Okay. Ach, richtig. Dieser Faggot. Wenn ich die jetzt mit dem Bastard töte, dann überleben sie. Bit and Bite. Richtig, der K. Richtig. Alter, dieser Faggot, ne? Fick dich! Alter, was der da für eine Scheiße wieder raushaut? Der Huens. Oh fuck, ich wollte die andere Waffe probieren. Da stellt sich auch noch so ein Faggot uns im Weg, ne? Ich glaub's nicht. Ich glaube, wenn wir beide nicht töten, sondern einfach nur mit dem Megabuster besiegen quasi, fusionieren sie sich später und werden zu einem neuen Boss. Aber das Spiel ist schon relativ komplex für ein Mega Man-Spiel, meiner Meinung nach. Ich glaube, ich will oben lang irgendwann mal in der Welt. Naja, später. Später, Guys. Später. Fick dich, du Scamp! Alter, dieses Arschloch, ne? Ach, hier geht's weiter runter. Ja, leck mich fett. Aber hier gibt's nicht. Hier brauchen wir den Bot, glaube ich. Ja, man kommt hier später noch selbst so ein Bot, wie Wild den halt hat. Aber das dauert noch, weil ich echt nicht weiß, wie man den ersten herbekommt. Ich glaube, bei Mega Man X3 habe ich die wenigsten Secrets gefunden in allen Mega Man X-Spielen, die ich gespielt habe. Ich glaube, hier sind die richtig gut versteckt. Aber eigentlich kann er ja nichts, ne? Seien wir mal ehrlich. Hätten wir jetzt etwas mehr HP, wäre das alles kein Problem. Alter, dafür fehle ich erstmal. Mit der Scheiße. Fuck! Okay, alles gut. Hat uns nur falls keines, uns keinen Schaden gemacht, Gott sei Dank. Fick dich mit deiner Scheiße! Jetzt wollen wir sie fusionieren lassen oder nicht? Ich hab keine Ahnung, Mann. Alter, da geht mir voll auf den Sack, der Junge. Oh mein Gott. Oh mein Craft. Oh wow. Nein, 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 ist mich in Ruhe. Oh. Komm schon, ich will den Tod sehen. Fick dich! Oh, scheiße. Mann, wir hatten den Fall. Das ist immer so frustrierend. 20 Minuten ist nichts geschafft in der Minecraft-Welt. Egal, Guys, wir ranken den Faggot dort. Locker, Decker, locker. Oh, nicht so locker. Hey, HP, awesome. Oh, fuck. So viel dazu. Hey, HP, awesome. Okay, das ist eigentlich völlig egal, welchen Weg wir nehmen. Ich guck mal, ob ich über den Motherfucker drüber springen kann. Das war super. Ha! So sneaky. Okay. Ach, entschuldige Leute, die Musik ist einfach amazing. Simply amazing.
Ja, also was ist denn krass passiert? Oh, hallo, so der verdammt angefangen zu Let's Playen. Wow, ich weiß, krass, ne? Das ist cool. Ich bin großer Fan. Wahrscheinlich. Ich habe noch keinen seiner Videos wirklich gesehen, außer sein Infovideo. Ja, da klang er relativ müde und abgefragt. Ah, es war halt so ein Infovideo, ne? Ja, das ist cool. Ich frag mich, wie er sich alleine bei der Space schlagen wird. Ich weiß nur, dass er immer ein guter Gast war. Und ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, Guys. Wir werden einfach mal uns selbst sehen. Dieses Arschloch, ne? Aber hat er mir gerade echt einen Schaden gemacht? Oh, okay, das ist etwas mehr als einen Schaden. Ah! Okay, vielleicht sollte ich aufhören, mich treffen zu lassen. Wäre das eine Idee? Der mit seiner Scheiße, Mann, ne? Den deabonniere ich! Oh mein Gott. Stopp! Ich will gar nicht Dingens. Den Scheiß benutzen. Die eine Waffe. Okay, seht ihr, er ist nicht explodiert. Der hat einfach keinen Bock mehr. Es ist nicht möglich für dich, so viel Kraft zu haben. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, wird der Ausgang des Kampfes anders sein. Ja, komm, verpiss dich bald. Bitte, was auch immer du bist. Okay, machen wir weiter mit der Quest. Mit der Quest vor allem. Mit Dingens, mit dem Shit. Immer dann mit den Vergit mal ein bisschen zurechtgewiesen. Nicht umgebracht, aber zurechtgewiesen. Mit einer Bosswaffe hätten wir ihn umgebracht. Meine ich jedenfalls. Ich glaube jedenfalls, dass es so war. Vielleicht sagte sich auch immer so. Nee, ich habe keinen Bock mehr, der Kram. Ey, hier geht's ja noch weiter runter. Yo, was geht denn hier? Volle geile Teleporter. Wieso gibt es hier so viele Secrets, Mann? Ich will doch einfach nur die scheiß Bosse raggen. Alter, bin ich wieder bei. Alter, ich bin wieder bei Penis. Mann. Ihr wisst schon. Wild. Fuck, Alter. Egal, versuchen wir den, bis wir Game Over sind. Und dann versuchen wir noch mal dort reinzugehen, damit wir irgendwas in diesem Part noch schaffen. Wow, ich hab ihn umgebracht, bevor er mich angreifen konnte. Ich bin sehr impressed von mir selbst, ja. Und nein, ich habe nicht gerade gerupft oder so. Nein, nein, ach, das ist selbstverständlich nicht. Ach, Geistblitz. Na, gehen wir unser Bestes nochmal, diesen Faggot ein bisschen einzuheizen. Ich meine, wenn wir schon vorhin, was weiß ich, Bit besiegt haben, bringen wir diesen Faggot auch nochmal leben. Ist ja gar kein Problem. Alter, dieses Arschloch, ne? Wie ich den hasse. Boah! Boah! Alter. Ich bin voll auf den Sack, ey. Vielleicht bekommen wir unseren ersten Mech auch, wenn wir den besiegen, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es so einfach war. Es würde irgendwo Sinn machen, ne? Weil er sitzt ja nicht. Obwohl, nicht wirklich. Ich meine, wir zerstören dieses Stück Scheiße, ja. Außerdem ist dieser Mech scheinbar auch echt nicht so cool. Der kann nur schlagen und fahren. Wow. Wow, mit Pay, wo sind wir hier? Mega Man X2? Ich glaube, da konnte man auch in Mech steigen. Das heißt. Fick dich! Okay, du Pussy. Jetzt kämpfst du so. Der Kraft. Wisst ihr, was das für ein feiges Stück Scheiße ist, dass er immer ein Mech benutzt, ne? So ein richtiges Arschloch. Fick dich, Wild. Den Sieg hast du nicht verdient. Nein. Richtiges Arschloch, ey. Den deabonniere ich. Boah. Boah, Geist, boah. Okay, jetzt müssen wir in die Teleporter erstmal nicht reingehen. Wir sind dafür noch zu scheiße. Versuchen wir einfach mal lieber weiter, die normalen Bosse erstmal zu raggen. Bosse. Ja, haben wir wenigstens mal ein paar andere Waffen. Anstatt Zeitlupen-Mais und dunkler Ball, was zum Fick auch immer mir das bringt. Ich weiß, dass man diese Fähigkeit später braucht, um an ein paar Secrets zu kommen, aber das dauert. Da brauchen wir erstmal das Buster-Upgrade, damit wir die Scheiße aufladen können. Sonst hört das nichts. Sonst hört das nichts, schätze rein, ne? Will ich nochmal anmerken. Am besten kommt jetzt wieder Bit oder Byte oder Byte oder Bit. Komm, gib mir Byte, Alter. Den vergewaltige ich auch sehr gerne mit meinem Buster. Aber nein, Byte hat keine Lust. Finde ich gut. Kann direkt zu Hause bleiben, der junge Mann. Ach, immer diese geilen Mega Man X-Stages, Leute. Ich finde Mega Man X immer noch die beste Mega Man-Reihe. Mega Man Classic ist natürlich auch ganz okay. Gab es dann eigentlich noch etwas außer dieser Scheiße? Nein, okay.
Oh fuck, bitte sag mir, ich komm hier noch raus. Ja, komm ich. Dann komm ich nicht! Doch, komm ich. Okay, alles gut. Ich dachte schon, Alter. Ich habe schon einen richtigen Herzinfarkt bekommen, Geist. Ja, leg dich hin, danke. Ach komm, du Arschloch. Alter, das hat er nicht getan. Der Faggot hier. Stopp! Oh, scheiße. Oh, wir haben so viel auf die Fresse bekommen. Ich hätte einfach durchrushen sollen. Okay, hier sterben wir, glaube ich, wenn wir nach unten fallen. Okay, gibt's hier rechts noch etwas? Nope, dann fallen wir hier rein. Hier ist aber ein Scheiß. Finde ich gut. Mit den Waffen, die wir jetzt haben, ist es sowieso schwer, einen Boss umzubringen, weil die sind echt kacke zu benutzen. Auch wenn der Boss halt jetzt schwach gegen diese Waffe ist, kann trotzdem ganz schön hart werden. Denke ich jedenfalls. Finde ich jedenfalls. Denke ich jedenfalls. Stirb! Hier bekommen wir noch einen schönen Zwischenboss scheinbar. Obwohl, nein, wir jagen einfach was in die Luft. Das geht auch. Das finde ich auch toll. Ach, und dann fallen wir da rein, okay. Aber wir können auch hier oben lang. Ich glaube, ich gehe erstmal hier oben lang und guck, was da ist. Ich glaube, wir sind jetzt beim Boss, aber hier oben war, glaube ich, auch noch etwas Cooles. Ich weiß nur nicht mehr was. Das Problem ist, das Spiel ist so mit Secrets zugepackt, die man erst später bekommt, dass man, wenn man halt noch gar nichts hat, das Spiel extrem hart ist. Guck mal, Leute, hier ist einfach noch so ein Secret-Geheimgang. Wisst ihr, wir hätten einfach zu dem Boss springen können, der dort unten war, oder wir gehen halt hier lang. Ah, nein, ich glaube, das ist der eigentliche Boss und das da unten war eigentlich Dingens. Ein Special Boss, scheiße, ich hab keine Ahnung, Leute. Wir ranken jetzt einfach dieses Stück Kacke hier. Und ich erinnere mich an den, der war eigentlich ganz schön gut, glaube ich. Fick dich! Oh, scheiße. Alter, lass mich in Ruhe. Okay. Das hätte uns richtig viel Schaden gemacht, hätten wir jetzt getan. Aber ich habe alle Knöpfe wie wild gedrückt. Gott sei Dank. Ja, okay, der scheint echt nicht so viel drauf zu haben, tatsächlich. Very impressive. Alter, lass mich in Ruhe. Okay. Direkt erstmal richtig Panik, wenn er mich im Griff hat. Oh Gott, nein! Ah! Dieses Arschloch, stirb! Kann er bitte verrecken? Oh, what the fuck! Achtet mal auf seine HP! Okay, ich lösche meinen Kanal, Alter. Was für ein Stück Scheiße! Boah! Okay, der wird jetzt gerackt, Guys. Der wird jetzt so gerackt, Alter. Wie kann er es wagen, mit einem HP zu... Okay. Guys, jetzt ist... Shit ist hier... Nein. Shit ist einfach zu serious jetzt. Die Mucke auch immer, ne? Der war ja gar nicht so schwer zu besiegen, ne? Muss ihn da ja mal zu geben, ja. Ja, also schieß mich doch ab mit deiner Scheiße, mir doch egal, es macht mir eh keinen Schaden. Und solange ich nicht irgendwo oben bin, bringt dir das auch nichts. Mein Schatz. Ah Gott, nein, lass mich so. Erstmal direkt richtig übertreiben. Oh mein Gott, wie kann man eigentlich so scheiße spielen? Alter! Ich drücke jede fucking Taste, der lässt mich aber nicht hin. Okay, Leute, der ist tot. Na, also, ihr habt. Oh mein Gott. Wie der mich jetzt abfuckt, ne? Wie viel Leben haben wir noch? Das letzte Leben. Okay, wenn er jetzt nicht stirbt, dann bin ich richtig beleidigt, Alter. Dann raste ich richtig aus, wenn du spielst. Ach, Mann. Kennt ihr das, wenn ihr diese Eistee-Mischung trinkt? Also dieses Pulver im Wasser? Und dann trinkt ihr das und dann fühlt sich euer Mund richtig flau an. Bevor ich Let's Played habe, ist mir das nie aufgefallen, aber... Jetzt, wo ich das halt trinke beim Reden, also ich habe jetzt gerade getrunken, da muss ich sagen, mir kommt mein Mund schon richtig flau vor. Flau vor der Karte. Das Stück Scheiße, Alter. Boah, der erste Try war so gut. Fick dich mit deinem Scheiß. Okay, nein, okay. Wir versuchen den jetzt nochmal. Der stirbt heute noch. Der stirbt jetzt in die. Nein, der stirbt jetzt in diesem Moment, Guys.
Das sehe ich gar nicht ein, dass der Faggot mir so auf den Sack geht. Nein, nope. Am Arsch. Der wird jetzt rasiert, meine Geist. Der wird jetzt rasiert. Ich habe schon wieder den Shit geskippt, aber das macht nichts. Ist egal, Geist. Wisst ihr? Wenn man schon so eine ekelhafte Krabbe ist, ja? Dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man seine Scheiße skippt. Nee, finde ich jetzt nicht in Ordnung. Boah, Leute, ich brenne vor Wut, ey. Dieses ekelhafte Miststück. Das hat sich nicht sehr überzeugend angehört, oder? Dieses ekelhafte Miststück, Ja, nee, ich finde das auf jeden Fall ganz schön cool von ihm, dass er einfach überlebt hat. Ja, was fällt ihm ein, einfach zu existieren und zu kämpfen? Nee, das finde ich nicht immer. Vielleicht finden wir jetzt bald den süßen Boy. Können wir ihn auch erstmal vergewaltigen? Er hat jetzt nichts gegen, aber nee, der hat einfach keinen Bock. Bin etwas traurig, weil ich glaube, bald der Kampf gegen ihn, das war ziemlich cool. Außerdem vermisse ich ihn ein bisschen, ja? Mit seiner großen Wampe und so. Da fühle ich mich einfach verbunden, Leute. Ich habe auch eine große Wampe. Wir sind im großen Wampen-Fanclub-Verein, ja? Ich muss schon sagen, bald ist schon der sexiest Maverick alive, ja? Muss man schon sagen. Gleich nach ihm kommt natürlich Sigma. Definitiv. Aber sonst ist der sexiest Faggot alive, ja? Muss man schon sagen. Ja, Faggot. Jetzt nicht nur Maverick, sondern auch der größte sexiest Faggot, ja? Nach mir. Ach Geist, was ich wieder für eine Scheiße hier laber, ne? Aber, ich akzeptiere einfach nicht mein Schicksal, dass ich gerade besiegt wurde. Ja, mein Schicksal. Ich glaube übrigens nicht an das Schicksal. Ich finde es völliger Schwachsinn, dass alles vorherbestimmt ist. Aber solider Glaube, woran er mag. Fuck, ich habe gar nicht geguckt, ob ich genug Dingens hab. Ob ich genug Speicher habe. Ich hoffe, der Part wird jetzt nicht zu lang. Wisst ihr was? So professionell wie wir sind, das können wir jetzt eigentlich mal kurz machen. Zack. Ja, 16,6 GB, das passt schon. Das reicht. Ja, das reicht. Nehmen wir die Kraftwelt. Und ja, da war noch San Andreas drin. Kleiner Fun Fact. San Andreas wollte ich auch let's playen, aber das ging auch nicht gut. Das Spiel läuft perfekt flüssig. Ja, ein bisschen traurig, finde ich. Aber in der Aufnahme ist das alles so, na, wie soll ich sagen? Es flackert die ganze Zeit und die Grafik glitscht rum. Das ist ein bisschen ekelhaft und scheiße. Deshalb dachte ich mir, kann man auch sein lassen mit San Andreas. Okay, jetzt konzentriere ich mich. Ja. Okay. Jetzt habe ich dieses Stück Scheiße, jetzt ist das gerackt. Okay, wir wollen das hier noch mitnehmen. Gut. Ja, schießt deine Scheiße, finde ich okay. Fuck. Oh Gott, okay. Nein! Dass man über diesen scheiß Kontaktschaden auch noch dazu bekommt, das ist richtig eklig. What the fuck? Der hat mich mit seinem Anus getötet. Okay. Habt ihr das? Alter, dieses Stück Scheiße. Special Attack Anus Zermatscher oder was? Boah, dieses Mistvieh, ne? Soll ich mal vielleicht andere Waffen nutzen? Ich weiß nicht. Ich glaube, mit dem Buster komme ich immer noch am besten klar, weil die anderen Waffen, die sacken halt richtig hart, Geist. Ihr habt's doch gesehen, Mann. Die sind schon ganz schön scheiße. Dü. Ja, mach deine Scheiße mir egal, Alter. Wow! Okay. Vielleicht sollte ich etwas sicherer spielen. Ja, komm. Ich nehme diese Scheiße in Kauf. Ist okay, mein Schatz. Ja, ein bisschen hier. Ja, komm, schieß mich ab mit deiner Scheiße. Finde ich okay. Dich abonniere ich. Das war eine Lüge. Oh, dieses Mistvieh, ne? Wow! Alter, sein Anus! Okay, Alter. Alter, dieses Miststück. Boah. Okay. Der Anus Zermatscher hat wieder zugeschlagen. Verfickte Scheiße. Wir waren so gut beim ersten Mal. Und dann hat er mit einem HP überlebt und uns gerackt mit seinen Anus. Ich glaube, da hat er uns auch mit seinen Anus besiegt. Wisst ihr was? Den Anus von dieser Krabbe hänge ich mir über den Kamin. Ich habe weder Kamin noch Anusse von Krabben. Aber trotzdem, es ist eine wichtige Sache, die ich machen will in meinem Leben. Ein Anus von einer Krabbe und ein Kamin organisieren. Ja? Wenn ihr einen Kamin habt, dann macht mir eine Freude, hängt einen Anus
von einer Krabbe da dran und dann bin ich glücklich. Ja, glücklich, Leute. Boah, wie der das mit seiner Scheiße abgewehrt hat, ja? Meine mächtigste Attacke hat er mit seiner Scheiße abgewehrt. Boah, geh mal weg mit deinem Anus, Alter. Geh weg mit deinem Anus. Kein Scheiß. Boah, dieses Mistvieh. Das muss doch in Ruhe. Ich will dich doch nur umbringen. Wow, sein Anus. Boah, Alter. Wie viel Schaden macht denn sein Anus? Okay, okay, Leute. Okay, I got this shit. I got this shit. Wow, wow, lass mich ruhig. Oh, 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 oh. Oh, ja. Boah, Leute, ich raste hier richtig aus. Ja, jetzt habe ich mal mit einem HP überlebt. Was sagst du jetzt, Arschloch? Wow, da haben wir die Anuskrabbe besiegt. Boah, was ein Scheißkampf. Und mir hat eigentlich ziemlich Spaß gemacht, der Kampf. Scheiß Anuskrabbe, ey. Boah, was für ein Kampf, Alter. Lass mal wieder klarkommen. Oh, das sieht richtig cool aus. Ein roter Mega Man, Alter. Bam, 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 badabadam, bam, bam, bam. Ich spuck auf mein Bildschirm. Bam, 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 badabadam. Jogetz. Oh, cool. Spinning Blade. Bam, 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 bam. Ich dachte, jetzt bekommen wir so eine Kack-Wasser-Attacke. Ach, Verknarre oder sowas. Ach. Aber nein, wir haben den Faggot besiegt. Oh, ich fühle mich jetzt toll. Yeah. Und jetzt gehen wir zu... den Faggot. Keine Ahnung, was der hat. Ich hoffe, der hat ein paar Lebenscontainer in seinem Dungeon, in seinem Level. Alter, immer dieses Day for Dead Left, ne? Nein, wie hieß der Typ? Ach, scheiße, ich weiß nicht mehr. Der Doktor irgendwas. Toxic Zeros. Oh, ich glaube, der war schwer zu besiegen. Ich glaube, der war hart. Oh, aber der hat eine richtig geile Musik. Wie fast alle in diesem Spiel, ja? Der Soundtrack ist einfach so gut. So gut. Und ich habe was im Auge. Oh Gott. Ach, nein. Oh, das erinnert mich voll an eine Stelle in Undertale. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Papyrus fängt halt an zu weinen. Und dann so, ich hab nur was im Auge. Da fragt man ihn, was denn? Tränen! Ich meine, das ist so gut. Ja, und ich hatte auch Tränen im Auge. Ich fand das sehr rührend, wie wir die Anuskrabbe besiegt haben. Oh ja, geil, erstmal durch den, durch die Kanäle. Oh, diese saftige HP will ich natürlich haben, Leute. Alles klar, Guys. Locker easy, Decker, locker. Ja, Leute, so sagen das die coolen Kids. Ich glaube, wenn die... Naja, das ist cool. Ich dachte kurz, das ist wie bei Mega Man Classic, bei dieser einen Stage. Ich glaube, Flayman. Dass wenn die Scheiße jetzt halt dort nach unten fällt... das Wasser anfängt zu brennen. Aber das war nicht der Fall, das ist gut. Wow, yo, geil, Decker, oh, yo! Beste Reaktion der Welt. Yay, mehr HP! Endlich, Leute, endlich halten wir mal ein bisschen mehr aus. Gott sei Dank. Genau das ist das, was wir brauchen. Und wir haben nur ein Leben, also ich hoffe, wir kommen hier gut durch und ranken den Boss instant, das wäre super. Würde ich schon abonnieren. Abo symbolisieren, Decker. Und kriegen wir noch einen schönen Bite-Kampf? Nope, alles klar. Okay, ich will mal gucken, was es hier so gibt. Ist das der eigentlich normale Weg weiter? Wir gehen jetzt mal nach oben, Leute. Ich glaube, der Weg geht einfach weiter. Das ist so typisch Mega Man. Wisst ihr, wie ich meine? Ah, okay. Hier ist nichts. Gut, das ist der perfekte Weg weiter. Ja, typisch Mega Man, dass man halt irgendwann unter Wasser geht in einem Level. Hier kommen wir nicht runter, ne? Nein. Ich glaube, hier bin ich relativ oft gestorben. Als kleines, nubiges Flach. Oh, fuck. Und auch als kleiner, nubiger Erwachsener. Naja, erwachsen, Guys. Ich bin 18, ich werde bald 19. Das ist nicht sonderlich erwachsen. Egal. Wir versuchen das nochmal. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock auf das Level. Ich habe eigentlich nur Lust auf dieses Lied. Aber hey. Bam, 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 bam. Jetzt mit mehr HP macht das auch mehr Sinn, dort lang zu streifen. Alter, wie langsam ich schieße, ne? Ich müsste mir das auf... Oh, das Ding ist nicht despawned. Okay, das will, das wollen wir haben. Ach, komm schon! Das ist genau despawned.
Oh boy, her damit. Jetzt halten wir etwas mehr aus, ich sollte aber nicht zu selbstsicher sein. Wir haben immer noch super wenig HP und wir haben kein einziges der Rüstungsteile. Och, war das scheiße, Leute. Ich wollte den Wandsprung machen und habe mich währenddessen an der Nase gekratzt. Nicht unbedingt das Schlauste, was man hätte tun können. Egal. Wenigstens werden wir wieder mit dieser schönen Musik verglückt, guys. Ja, und wenn der Faggot springt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir ihn halt umbringen. Oh, cool, oder? So was passiert, ich glaube. So, jetzt kratze ich mich aber richtig an der Nase. Mann, kennt ihr das? Es ist halt zu diesen Zeitpunkten, wo halt ihr euch auf gar keinen Fall kratzen könnt. Genau, dann juckt euer Körper. Furchtbar. Voll menschlicher Körper, ja? Scheiße, ey. Braucht man eh nicht. Yeah, the car! Yeah. Oh fuck, fick dich den Arsch, Ficker, fuck, fuck, Ficker, bam! Wir hätten jetzt vielleicht nach unten gehen können. Ah nein, wir holen uns einfach das hier. Okay. Bei der ganzen Scheiße, die hier rumschwimmt, schwimmt tatsächlich auch was Brauchbares rum. Vielleicht bekommen wir einen süßen Weitkampf. Hätte ich ja voll Bock auf Byte, ne? Ich sag ja, der ist voll süß. Aber nein, gar nichts. Ach ja, hier geht's ja weiter, okay. Wir gehen jetzt mal den oberen Weg, mein Boys und Girls. Ja, Girls. Alles klar. Alter, diese Mistviecher, ne? Die sind so hässlich. Ach, ich muss im dritten Weg gehen. Ist das dein Ernstspiel? Okay, go. Gehen wir halt den unteren Weg. Das geht auch. Okay, ganz sachte. Alles klar. Boah, ja, Junge, spring doch direkt in dein Boot. Ich hab voll Angst vor den Stacheln. Okay, aber alles cool. Will ich jetzt nach oben oder? Ja, komm. Ach, da ist diese Scheiße nur. Nein, 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 nein! Oh Gott, nein! Oh, fuck off. Bam, 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 da, 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 da. Muss ich den ganzen Tag nochmal machen? Ugh. Ach, die Musik, Leute. Die Musik, Guys, die ist so wundervoll. Okay, ich glaube, jetzt sind wir da. Nee, immer noch nicht. Okay. Zwischenboss, hi. Was bist du denn für ein Kackvieh? Wisst ihr, was wir machen, Guys? Wir nutzen die geilen S-Blades. Mit dem, wie krass die sind. Die sind irgendwie gar nicht so stark, kann das sein? Egal, ranken wir erstmal dieses Vieh, haben wir ja gerade. Und dann kümmern wir uns mal um den süßen Endbot. Ja, Endbot, das ganze Spiel, Leute. Das ganze Spiel, ja, ja. Dann haben wir das durchgespielt. Ja, Guys, so läuft das nämlich in der Kampfwelt. Oh, Leben, awesome. Sehr gut, für meinen dummen Tod. Wie kein Wasser mehr. Ich bin jetzt voll traurig, Guys. Das war gelogen. Fucking shit. Ficker da drüben, Alter. Wenigstens werden wir mit HP hier zugekackt. Finde ich sehr gut. Trotzdem ist der Schwierigkeitsgrad dieses Spiels relativ hoch, finde ich. Weil man halt recht schwer die Upgrades findet. Wobei den Herzcontainer, den wir in dieser Stage gefunden haben, der war jetzt nicht so gut versteckt. Das ist ein Ding. Aber ich glaube, alle Rüstungsteile sind relativ schwer versteckt. Würde mich nicht wundern, wenn wir gar keine Rüstungsteile finden. Bis zum Ende des Spiels. Ist das dein Ernst? Packt doch keine Stacheln hin. Capcom Crafting Japaner, was machst du denn, Alter? Ja, Leute, der Capcom Crafting Japaner. Oh, oh, what the fuck. Ich muss nochmal mein ganzes Leben nochmal neu spielen, Alter. Oh, wie nervig. Egal, die Stelle mögen wir ja so sehr. Können wir uns auch 80 Mal geben.
Na, findet ihr auch, ne? Ja, ja. Oh mein Gott. Ich habe mich echt vergewaltigen lassen. Finde ich nicht in Ordnung. Mama. Wie viel Leben haben wir noch? Das ist unser letztes Leben. Oh mein Gott. Okay, guys, das ist echt scheiße gelaufen. Vielleicht gehen wir doch erstmal irgendwann das hin, weil ich diese Stage langsam satt habe. Okay, alles klar. Den vergetragen war kurz, den vergetragen war auch kurz und bam! Okay, alles klar, guys. Ja, Leute, so öffnet man die Tür mit Swag, ja? Wenn ihr die Tür noch nie so oft so geöffnet habt, ne, dann habt ihr leider keinen Swag, Entschuldigung. Oh mein Gott! Ich hab grad weggeguckt. Falls ihr euch wundert, wieso ich nur rumstand. Ja, okay, das fährt echt nichts drauf. Locker, der kann locker. Da brauchen wir nicht mal unsere Special-Waffen. Oh, erstmal ein bisschen strecken. Oh Gott. Und wie war euer Tag denn so? Meiner war relativ ruhig. Morgen ist Freitag, aber morgen gönne ich mir erstmal einen schönen Urlaubstag. Und schön meinen Anus. Aber ja. Ja, Leute, ich mache das genau vor dem Tag, wo das halt hochgeladen werden sollte und tun. Und mir fällt auf, ich muss noch ein bisschen Refactory machen. Mache ich aber, glaube ich, erst morgen. Obwohl, heute könnten wir das auch mal machen. Ich glaube, ich muss doch Refactory. Ah, ich guck noch mal, guys. Ich guck noch mal, solange es für euch bei Samstag kommt, bin ich glücklich. Solange es Samstag da ist, ist alles cool. Also, Refactory hätte ich jetzt eigentlich lustig. Ah, muss aber noch später aufnehmen mit meinen Kollegen. Etwas ganz Besonderes, guys. Ein kleines Special-Video. Ja, aber... ich mach den gleichen Fehler nochmal. Boah, ich bin einfach nicht mehr konzentriert, Jungs und Mädchen. Ich trink mal was. Oh mein Gott. Nee, ich fühle mich gedemütigt von dieser Stage. Wir gehen woanders hin. Wir gehen zu dem Boy, ja? Bei den beiden bin ich noch gar nicht. Der fühlt sich ausgeschlossen. Ist nicht in Ordnung. Ich merke gerade, wir haben 47 Minuten. What the fuck? Aber das macht nichts. Denn wir wollen ja noch was schaffen, ne? Bam. Ja, eigentlich haben wir zwei Bosse gemacht, aber ich dachte ja zwei Robot Master. Naja, also alles cool hier. Bam, 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 bam. Oh, ich bin etwas zu früh mit dem Lid. Boah, ich hätte einfach durchrennen sollen, ey. Fick dich mit deiner Scheiße, Alter. Bam. Gab's die Viecher nicht auch im Mega Man X 2? Ich glaube schon. Egal, ich habe keine Ahnung. Ich bin Hase und weiß von nix oder so ein Scheiß. An diesem fetten Felsklumpen kommen wir leider nicht vorbei, Guys. Den können wir nicht so kaputt schießen wie den Scheiß hier. Da brauchen wir etwas... Obwohl, wartet mal. Wartet mal. Ich glaube, ich weiß doch wieder. Vielleicht geht es ja jetzt doch schon. Oh mein Gott, Alter. Ihr seht ja, das sind ja Seile. Vielleicht können wir sie mit der Erstblei zerschneiden. Alter. Na, sieht schlecht aus. Okay, gehen wir weiter. Bam, 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 bam. Alter, dieses Mistvieh, ne? What the fuck? Spawn doch noch 80 Mal, Junge. Bam, 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 bam. Na, wenigstens haben wir jetzt wieder zwei Leben. Ist doch auch was wert, Kai. Ist doch auch was wert, Mensch. Schätzereien. So viel dazu. Ich verliere wirklich an Konzentration. Das ist nicht so toll. Bam, bam, badadam. Ah, oh Gott. Alles klar. Yeah. Bam, 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 bam. Okay, sorry, Leute. Oh, du Mistvieh. Okay, alles klar. Seht ihr, Leute, wir sind doch schon wieder da, wo wir gestorben sind. Ist doch alles cool. Ich überlege mir gerade, ob ich ein bisschen cutten soll in den Mega Man Part, damit das etwas spannender ist. Aber ich glaube, uncut wäre das irgendwie cooler. Ich meine, ihr könnt ja vorspulen, wenn es euch langweilt, an dieser Stelle oder so.
Oder auch ein anderes Mega Man X3 Let's Play gucken. Ja, tschüss. Also könnt ihr schon, klar, ne? Ah, ich glaube, ich lasse das alles hier ankert, weil... es als Karten würde noch plus Aufwand machen. Und, oh, geil, Decker, einfach ein E-Tanker, mein Ass, sehr gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einiges an Stärke dazu gewonnen, dass wir diesen E-Tanker eingesammelt haben. Bin schon very impressed, guys. Also ein E-Tank, das ist schon sexy. Das ist schon sehr viel wert. Ich glaube, es gibt in diesem Spiel nur 3 E-Tanks oder sowas. Deshalb ist es toll, wenn wir schon mal eins haben. Ach, E-Tanks sind, wenn wir jetzt volle HP haben und HP aufsammeln, dann geht es in den E-Tank rüber und dann können wir uns das irgendwann snacken, wenn wir es brauchen. Ist ganz praktisch. Aber in abgeschwächter Form. Deutlich abgeschwächter Form. Sollte ein E-Tank allerdings voll sein, halte uns ganz. Ich glaube, irgendwie so war das. Oder fast ganz. Ganz. Okay. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Aber das habe ich ja schon in Mega Man X 2 und 1 erklärt. Obwohl 1, das können wir direkt vergessen eigentlich. Ja, von Mega Man X 1, da wird es nochmal ein Re-Let's Play geben. Irgendwann auf jeden Fall, aber nicht so weit. Sondern irgendwann halt, wenn ich richtig Schmacht habe auf dieses Spiel. Alles klar. Zwischenbosszeit? Oder sind wir schon da? Okay, Zwischenbosszeit. Alter, dieses Arschloch, ne? Wieder provoziert! Weg dich mit deiner Scheiße! Du Pisser! Oh, fuck, Alter. Oh, Mann, lass mich in Ruhe! Ah! Der ist ja voll MLG, der Junge! Geh doch mal sterben, Alter! Auslag! Ist er tot? Ja, ist er. Okay. Puh, ich dachte, der würde uns jetzt echt ranken. Deathcamp. Aber war wohl nicht der Fall, meine Damen und Herren. Yeah. Und wir haben Leben dazu bekommen. Awesome. Werden wir, glaube ich, gleich verlieren, aber hey. Oh, what the fuck, der mit dieser Scheiße. Verdammt, Kacke. Okay. Bam, 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 bam. Ja, noch musste ich nicht unbedingt so krass ragen. Sondern eher einfach so volle Lulz. Ich habe Angst vor diesen Krabben, um ehrlich zu sein. Mit so wenig HP. Sind die Faggots schon sehr gefährlich? Ich hasse alles. Ah, ich hoffe, nach dem Boss kam ein Checkpoint. Sonst wäre das voll eklig jetzt. Ah ja, scheinbar war nach dem Boss ein Checkpoint. Finde ich gut. Bam, bam, bam. Oder? Ist das das von gerade, Geist? Ja, oder? Dieser Bohrer geht mir voll auf den Sack. Ja, das ist von gerade. Aber jetzt können wir unseren geilen E-Tank erstmal aufladen hier. Das erkennen wir am E-Tank aufladen Geräusch. Bitte hinhören. Yeah. Okay. Das heißt, unser E-Tank ist ein bisschen aufgeladen, aber so eine große Energie gibt unseren E-Tank nur das kleine bisschen. Seht ihr diesen kleinen roten Strich? Das ist unsere Energie, die wir gerade getankt haben. Ein Scheiß, ich weiß. Bam, bam, bam. Wow, wow, wow. Chill, chill, dein Ass. Okay, alles cool. Ich musste doch nur noch einen Boost besiegen. Nur noch einen Boost. Meine Miet. Dann kann ich in die schöne Rune-Factory-Welt gehen. Oh mein Gott, das war doch noch vor dem Boss. Ich kotze gleich, ey. Ich mag den Boss aber nicht. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Ich flieg einfach gegen den Penis. Was los, der Kram? Was los? Oh, fuck. Kann auch mal bitte sterben. Wäre voll nett. Jetzt verreck endlich! Boah, das Mistvieh, wie viel das aushält! Kann ich nicht danach noch eine Waffe bekommen? So, wenn ich den besiege, bekomme ich eine Waffe und wenn ich den anderen besiege auch? Geht das nicht? So, das war's dann mit dem Faggot hier. Alter, richtig nerviges Stück Kacke.
Ja, Leute, Stück Kacke. Stück Kacke. Alles klar. Musste kurz was checken, verzeiht. Bam, 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 bam. Und vielleicht sollte ich nicht so unglaublich unkonzentriert und kacke. Oh, dieses Mist hier wusste genau, was ich vorhatte. Es hat meine bösen Pläne durchschaut. Bam, 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 bam. So, piss dich. Oh mein Gott. Wieso greifen die jetzt an? Gerade hatten sie gar keinen Bock anzugreifen. Stirb. Lass mir HP übrig, du Arsch. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir nutzen den E-Tank. Seht ihr, aus dieser großen Energie haben wir nur so ein bisschen was rausbekommen, war. Egal, vielleicht überleben wir einen Schuss. Oh, what the fuck. Ein Schuss. Ein Schuss in den Ofen. So. Oh, what the fuck. Ich habe gar nicht auf die Drills geachtet. Ich heule gleich, Guys. Ich heule gleich. Können wir jetzt bitte meinen Boss ankommen? Ich habe ein bisschen Angst. Um mein Eis. Meine Konzentration ist einfach futsch, Guys. Sie ist einfach futsch. Egal, okay, Fokus, Fokus. I got this shit, I got this shit. Bam, 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 bam. Fick dich! Mistvieh. Dieses Stück Scheiße! Ich hasse es, wie schnell die Gegner respawnen, das ist super behindert. Ja, ich renne noch gegen. Finde ich gut. Finde ich gut, okay, okay. Wenn ich so weiter spiele, dann werde ich vielleicht irgendwann mal gut. Wahrscheinlich nicht. Bam, bam, bam. Alles klar. Ja, komm wieder unseren Lieblingsboss erstmal Regen. Ich habe richtig Lust auf den. Ich glaube, ich nutze jetzt einfach eine Waffe. Eis oder so eine Scheiße. Ich glaube, wir benutzen mal Eis. Ich glaube, mit denen kann man gut Eis nutzen. Weil die ersten Blades würde ich mir gerne aufheben. Weil ich glaube, Eis macht relativ gut Schaden. Oh, what the fuck. Oh, what you say? Na, 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 na. Ich kenne die Lyrics nicht. Ah, es gibt diesen einen Fallout 4 Mod. Immer wenn du stirbst, kommt dann dieses Oh, what you say? Das ist ganz schön cool. Super behindert eigentlich, aber ganz schön cool. Aha. Super behindert, aber ganz schön cool, Guys. Ihr wisst Bescheid. Boah, kann immer bitte sterben, Alter. Oh mein Gott. Das Eis ist so scheiße. Scheinbar. Ich dachte, dafür, dass es so langsam und kacke ist, macht es wenigstens viel Schaden, aber nein. Vielleicht hat er auch eine Eisimmunität, was weiß ich. Eigentlich sollte jeder Roboter irgendwie eine Eisimmunität haben, aber hey. Fuck Logic. Wobei, nicht unbedingt, wenn das Eis schmilzt und dann Wasser in die Schaltkreise kommt, dann nicht. Alter, kann der mal bitte nach Hause gehen? Das geht mir voll auf den Sack. Komm, Alter, 80 Stück immer auf einmal. Ja, okay, es war's wert. Boah, Alter, ich verballer mein ganzes Eis und der legt sich nicht einmal hin. Okay, Guys, wir sind out of Eis. Das war echt ganz schön schlecht und scheiße. Ich hätte den Megaboss benutzen sollen. Fick dich! Boah, jetzt stirbst du natürlich instant. Klar, ist okay, ist okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang diese Mega Man Parts sind. Wie groß meine ich als Datei, als Rohdatei. Aber es wären keine 16 GB bei einer Stunde, niemals. Also wir sind noch im safen Bereich, Guys. Im safen Bereich. Da. Sonst lade ich einfach den Safe State, lol. Lol. Lol, er hat Roffel. Ja, lol, er hat Roffel. Genau. Lol, er hat Deutsch geguckt. Ja, Leute, ich habe den einfach nochmal neu gespawnt, wie ein cooler Gangster das halt macht. Wow, wie hat mich das denn bitte nicht erwischt? Krass. Ist ein bisschen kratzen, okay. Der mit seiner Scheiße immer, ne?
Ball deine Drecksbälle beide, du Ficker! Okay, wir rennen einfach durch. Scheiße, tun wir nicht. Oh mein Gott, oh, what the fuck. Ugh. Wo ist meine Concentration, guys? Wo ist meine Concentration? Ey! Ich glaube, vor dem nächsten Part genügt mir Dextro Energy oder so eine Scheiße, die meine Concentration boostet. Also, Welt hat ja echt nichts, Guys. Wenn wir so zu fucking Penis, Doktor, was auch immer, Doppler, Dr. Doppler gehen, ne? Aber direkt nach Hause bleiben, ja. Ich hab's richtig drauf, Alter. Oh, Alter, als ob ich mit den HP noch gewinne. Ach, Guys, mein Kopf tut weh. Gehen wir runter, wie das. Ich weiß gar nicht, ob er gut war oder nicht. Alter, immer dieser Charger, ne? Die chargen einfach 24/7 auf uns zu. Davon gibt es in Mega Man X3 echt viele, scheinbar. Ah, fuck. Sollen wir es doch mal versuchen oder sollen wir woanders hingehen? Ach, kacke, ich weiß es noch nicht. Komm, wir versuchen was anderes, weil mir der Dingens auf den Sack geht. Der Boss. Willen zum Miau-Miau-Tiger. Ja, geil, Miau-Miau-Tiger. Oh, scheiße, ich hab das schon wieder geskippt, Entschuldigung. Wir tryen einfach unser Bestes. Ich glaube, hier gibt es das leicht zu bekommende Secrets. Das sagen mir irgendwie diese Fliegen. Das sind nicht wirklich Gegner, die existieren einfach hier ein bisschen rum. Ja, okay, jetzt kann ich hier hoch oder auch. Na, ich kann auch lassen, okay. Wieso darf ich hier existieren? Was ist los? Egal. Nein, chill. Alter, dieses Mistvieh, ne? Fick dich, du Drecksflieger! Oh, Kacke. Wir wollen auf jeden Fall da hoch. Alter, ja, wirf dein Speer doch woanders, Junge! Ah! Ja, wir wollen hier hoch, genau. Da ist HP. Okay, Leute, okay. Und hier oben ist... ein Scheiß! Cool! Warte, diese Faggots, ne? Ist das der Weg zum Weiterkommen? Ernsthaft? Nein, no way. Ah, hier brauchen wir diese eine Fähigkeit. Scheiße. Ach, egal. Ich wollte eigentlich den E-Tank ein bisschen aufladen, aber kann man auch lassen. Vielleicht bekommen wir noch einen süßen Bite-Fight. Bite-Fight. Wuhuhu! Ah, nein, das ist dazwischen was, okay. Dieses ekelhafte Mistvieh, ne? Richtig eklig, Mann. Ja, genau, spawn doch in mir drin, mein Schatz. Fick dich! Soll ich die S-Blights benutzen? Komm, wir benutzen die S-Blights. Ich dachte kurz mein E-Tank wäre aufgeladen, deshalb wollte ich nochmal nachschauen. Okay, wrecked. Ja, die S-Blades scheinen ganz gut zu funktionieren gegen diese Faggots. Gut zu wissen. Aber nun wechseln wir natürlich wieder auf den Buster. Weil die S-Blades gehen ja vielleicht auch gut bei dem Endboss dieser Stage. Warum sage ich immer Endboss? Das ist doch einfach nur ein ganz normaler Boss. What's love? Mr. Bright. Ja, Mr. Bright. Hier kommen wir so nicht weiter und hier ist auch nichts noch mehr. Okay. Gold zum Westen, der Kass. Okay, das ist schon so. Boah, war so klar. Ah! Der nervigen Kackbots. Boah, Alter, die wischen mich aber auch jedes Mal, ne? Das ist nicht in Ordnung. Jetzt bekommen wir vielleicht einen geilen Bite-Fight. Bite-Fight! Wuhu! Nein, okay. Leider nicht, Guys, leider nicht. Naja, was heißt leider? Fuck this shit.
bam, 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 bam. So ein bisschen HP wäre nicht übel, ne? Gönnen wir uns mal ein bisschen unseren geilen S-Tank. Unseren geilen Sub-Tank. Vielleicht gibt es ja noch 4. Würde mich irgendwie nicht wundern. Alter, das ist einfach scheiß Stacheln. Das ist so richtig eklig. Und der Faggot baut einfach Stacheln. Geh mal weg, Junge. Der K. Ja, komm, du darfst das. Du darfst das. Du auch, mein Schatz. Ihr seid meine Brots. Okay, du nicht. Du nicht. Nee, nee. Du nicht. Tschüss. Ja, vielleicht gar... Oh, ich wollte schon sagen, vielleicht gibt es vielleicht die Secrets hier, die man hier holen kann, doch nicht so einfacher. Aber dann snagge ich mir dieses geile Leben hier. Finde ich sehr gut. Und ja, das sind wir schon beim Boss. Mal sehen, wie stark der ist. Ich hoffe, wir kommen klar gegen ihn. Jetzt werde ich noch nicht die S-Blades benutzen, sondern erst beim nächsten Versuch. Jetzt wäre das doch etwas verschwendet, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das überhaupt die Dinger sind oder nicht. Wir gucken einfach mal. Der schafft bestimmt auch auf uns zu, ne? Nein, er schießt sein Raiding. Ich glaube, an die Waffe erinnere ich mich. Alter, er schießt die ganze Zeit Dinge aus seinem Schwanz. Das finde ich nicht in Ordnung. Wie ich kurz dachte, dass der Emulator abgekackt ist. Bam, 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 bam. Was, Klo, du spielst das nicht auf der originalen Konsole? Nee, leider nicht. Weiß nicht, ob die S-Blades irgendwas bringt. Ja, geht, ne? So können wir auf jeden Fall gut seiner Scheiße ausweichen. Oh wow, war das schlecht von mir. Fick dich! Oh wow, diese scheiß S-Blades, ne? S-Blades! S-Blades, Alter. Ja, okay, vielleicht versuche ich es einfach mit dem Buster-Guys. Obwohl, nein, die S-Blades ging eigentlich ganz gut. Nur ein bisschen mehr konzentrieren. Fokussiere dich, du Klo, fokussiere dich! Ich glaube, ohne mein Klo, Bro, wird das ja nichts. Nein, ich scherze, locker easy mache ich den. Dürden, 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 dürden. Schießen wir einfach über den Scum. Yeah! Oder das ist doch seine Schwäche, weil der so scheiße zurückfällt, so krass. Ich habe keine Ahnung, Guys. Okay. Alles klar. Ja, dafür, dass es seine Schwäche ist, macht es aber sehr wenig Schaden, falls es seine Schwäche ist. Okay, wir wechseln auf den Axe-Buster. Fick dich! Oh Gott. Lass mich! In Ruhe! Du Arsch! Oh Gott. Fick dich! Faggot! Oh Scheiße, ich dachte, das wär's jetzt. Alter, mach das doch noch 80 Mal, du Sau! Bam! Wow, was für ein Part. Wir haben einiges an Extras bekommen und geiles Zusatzleben, Subtank. Wir haben ein Bit besiegt, wir haben zwei Robotmaster besiegt. Ich bin glücklich, Leute, über diesen Part. Wir haben viel geschafft. Gut, wir haben auch eine Stunde gebraucht, aber hey, Details. Ba-bam! Yeah! You get! Ray Splasher! Oh, geil, Alter, Ray Splasher. Ich glaube, die Waffe ist richtig gut. Aber ja, Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Mega Man X 3. Ich hoffe, der Part hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten wieder ein. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns, bis dann, ciao!